gibt einige Konzerte dieses Jahr in Donaueschingen, die werden ein bisschen fremdgesteuert. Und die brechen ein bisschen mit der Erwartung oder mit dem, wie wir normalerweise hören. Und das finde ich extrem wichtig, dass wir ein bisschen schauen, dass wir den konventionellen Konzertrahmen immer wieder hinterfragen und auch verlassen. Ich vergleiche das gerne mit einem Museum. Da hängt ein modernes Bild, dann hat man auch nicht einen barocken Rahmen um das Bild herum, sondern dann sucht man sich einen modernen Rahmen. Und irgendwie brauchen wir auch moderne Konzertformen. Wir kommen mehr und mehr in eine Welt, wo feste Positionen schwierig sind zu haben und alles ist so ein bisschen auseinandergebracht gerade. Und deswegen wollten wir probieren, wie weit kann man eigentlich gehen, dass der Zuschauer auch diese sichere Position im Zuschauerraum vor einem Orchester hinterfragt. Und wie weit kann man sie auch dazu bringen, eine unsichere Situation zu erleben. Also, dass man nicht genau weiß, wo sind wir, wo sitze ich, wo soll ich gehen. Ein bisschen die Situation, wo man in einem Dazwischen sitzt. Everyone can make their own little bouquet, and then after the piece, we will all have to run down to the front of the stage, of course, like right in front of the stage, and throw our flowers onto the stage to praise the artist. And yeah, I don't know. In a way, I think it would be very charming if after all of the flowers were thrown, we could grab as many of them back. And then after the next piece, we throw them again. À décorer les vers et les insectes en barbarisant. S'il vous plaît, l'heure et le lieu ne sont ni sûrs ni convenables pour une jeune dame. Laissez-moi vous aider.
vielleicht ist in unseren Köpfen immer noch so ein Bild von einem Komponisten, ja, der ein Mann ist, zwischen 40 und 65 Jahre alt und am besten noch ein Vollbart. Und dann hat man den im Beuteschema. Es gibt ganz viele tolle Komponistinnen und ich wollte auch verstärkt Wert darauf legen, dass Komponistinnen aufgeführt werden. Und es ist mir nicht schwer gefallen. Ich habe auch das Gefühl, dass das Thema gerade wieder eine gesellschaftliche Relevanz erfährt. Auch da gab es ja dann auch noch mal Berichte und Untersuchungen, die gezeigt haben, dass gerade im Kulturbereich die Geschlechterparität nicht hergestellt ist. Das geht um Positionen wie Intendanzen. Es geht aber auch um Gehälter und Honorare, die gezahlt werden. Und letztlich haben wir das hier in diesem Jahr ein bisschen aufgegriffen. Aber eigentlich sollte es so selbstverständlich sein, dass man da nie wieder ein Wort drüber verliert. Channel 10 News. And now over to Rhonda for the weather.